Hi Leute und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und wir schließen heute einmal die Aufgabe Urtikos Helm ab und dazu müssen wir eben diesen Helm besorgen. Ja, als erstes treffen wir uns mal mit dem kleinen Kobold hier in Hogsmeade, Lockrod heißt er, und da gehen wir einmal hin, treffen uns mit dem in Hogsmeade und dann führt er euch quasi zu einer Höhle. Wir treffen ihn hier also. Das Anfang, das überspringe ich mal ein bisschen, weil das wird hier einfach, ja, das ist relativ simpel, sage ich mal. Ihr findet ihn ja leicht auf der Karte und der wird auch per Wegpunkt markiert. Im Endeffekt bringt er euch dann hier zu dieser Höhle und in dieser Höhle beginnt der Rätselspaß. Und da zeige ich euch heute natürlich, wie das genau funktioniert mit den Motten, wie man die bewegt und hinbringen muss. Und dann gehen wir einfach mal rein in die Höhle. Däumchen hoch und Abo nicht vergessen, Freunde, wenn ich euch helfen konnte. Und dann starten wir direkt durch. Also, wir sind in dieser Höhle angekommen. Hier beginnt jetzt der Rätselspaß. Wir laufen hier einmal durch. Und unser wichtigster Zauber ist hier eigentlich Lumos. Ja, mit Lumos können wir ja die Motten bewegen. Ich nenne es eigentlich immer Schmetterlinge. Ist für mich irgendwie cooler. Ich weiß auch gar nicht, warum das Motten sein soll. Aber okay. Ja. Lumos holen wir auf jeden Fall raus. Wir bekommen hier an die erste Tür und können dann hier hinten diese Motte einsammeln. Gehen dann einmal wieder rüber, packen die in die Tür rein und das ist ja eigentlich noch relativ simpel. Eine fehlt aktuell nur. Packen wir hier rein, Tür geht auf und dann können wir entsprechend weitermachen. So, Tür öffnet sich, gehen dann einmal hier durch und kommen dann zu dem nächsten Rätselraum. Laufen hier weiter und machen am besten gleich auch nochmal Lumos an, damit man hier einfach ein bisschen mehr sieht. Wäre auf jeden Fall von Vorteil und gehen dann hier hinten komplett durch, bis wir dann hier wieder in so eine Halle gelangen. Ja, in der Halle ist es so, dass hier wieder Motten rumfliegen. Wir schnappen uns Lumos und packen die hinten in die Tür rein. So, das machen wir. Erstmal hier den links, machen den da rein. Dann haben wir hier noch einen, den machen wir auch da rein. Und jetzt ist dahinter noch irgendwas. Da müssen wir einmal Accio benutzen, damit die Tür hier aufgeht. Und da haben wir dann hier noch den dritten Schmetterling, den wir dann wiederum in die Tür einsetzen können. Gehen wir also wieder hier zur Tür hin, setzen den Schmetterling ein und dann öffnet sich diese Tür. Da gehen wir dann einmal durch. Da kommen dann erstmal ein Haufen Gegner. Die machen wir alle platt und dann geht's weiter. So, Gegner haben wir alle platt gemacht und dann schnappen wir uns hier die erste Motte. Die liegt nämlich hier in der Ecke. Holen wir uns einmal raus und packen sie schon mal hier rüber. Und zwar hier auf das Teil drauf. So, damit haben wir schon mal ein Gerät gebaut sozusagen, was sich dreht. Wir können dann dadurch theoretisch hier hoch, müssen das nochmal ein bisschen ordentlich einstellen. Wir können aber auch einfach hier draufstehen und dann draufschießen. So, am besten nochmal draufschießen, damit es noch ein bisschen höher fährt. Und dann springen wir dann hier hoch. Hier oben ist die Tür, wie wir sehen. Heißt, wir gehen erstmal hier rüber, schnappen uns die Motte und sammeln die dann ein, um die Tür zu öffnen. So, gehen wir einmal zurück, gucken hier nochmal, was es da Schönes gibt. Was haben wir hier Tolles? Da ist auch nicht groß was versteckt. Da ist nochmal eine Truhe, die nehmen wir natürlich mit. 43 Goldstücke, die brauchen wir. Und dann hätten wir jetzt eigentlich einmal da hoch gemusst. Also nehmen wir die Motte mit und machen hier wieder einen Angriff drauf, damit das Teil sich dreht. Jetzt Lumos wieder anmachen, die Motte wieder zurückholen und schnell rüber auf die andere Seite, bevor das Teil sinkt. So, eine haben wir, drei fehlen noch. Das Wichtige ist jetzt, dass hier unten dieses Teil sich dreht und hinten dadurch ein Fahrstuhl hoch oder runter geht. Das heißt, wir können jetzt hier noch eine Motte holen, die wir da reinsetzen und das machen wir auch. Und zwar ist die andere Motte hier hinten versteckt, beziehungsweise können wir auch die aus dem Schalter nehmen und die da reinsetzen. Jetzt dreht der Schalter sich allerdings nicht mehr, heißt, wir können das Teil nicht mehr hochfahren. Brauchen also noch eine, die ist nämlich hier hinten. Die schnappen wir uns einmal, nehmen die hier mit, das ist eigentlich der Trick an diesem Rätsel, und packen die hier rein. So, jetzt haben wir die eine da hinten drin und das andere ist hier da, um das zu steuern. Gehen wir einmal hoch, fahren hier hoch und dadurch wird das auch hier oben hochgefahren. Die Motte nehmen wir jetzt, klatschen sie hier rein und damit ist dann auch die Tür geöffnet.
Ja, so haben wir das Geheimnis gelöst. Eigentlich relativ simpel, sage ich jetzt mal. Kommen jetzt hier in den nächsten Abschnitt, können jetzt hier den Helm einsammeln und dann sind wir hier eigentlich fertig. Das Ding ist, ihr müsst die Mission noch abschließen, indem ihr von den Banditen den Helm wieder zurückholt. Und das machen wir natürlich auch, aber da gibt es nicht viel zu erklären. Einfach die Gegner platt machen, Helm einsammeln und damit ist es auch erledigt. Ja, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch gebt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Im Kanal gibt es noch einen Haufen Hogwarts Legacy Guides. Klickt euch da gerne mal rein. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann, macht's gut, adios und ciao, ciao.